So, und jetzt ist er der definitiv letzte europäische Vertreter im Herren-Einzel, der Däne Michael Mayes. Sehen ihn hinten am Tisch. Spielt in der Bundesliga für Rekordmeister Borussia Düsseldorf, der 23-Jährige. Und auf seinen Schultern ruhen jetzt die letzten Hoffnungen des Kontinents im Kampf gegen die immer wieder drohende asiatische Übermacht. Schauen Sie sich seinen Weg an durch die Runden und besonders bemerkenswert das 4:0 im Achtelfinale gegen den chinesischen Weltranglistendritten Wang Hao. Mays sagte danach, das war das beste Spiel meines Lebens gegen einen der chinesischen Topstars zu gewinnen und das in China vor 10.000 Zuschauern, die ihren Leuten enthusiastisch den Rücken stärkten. Das war für Michael Mays etwas ganz Besonderes. Und vielleicht gelingt es ihm, eine tolle Serie, internationale Serie fortzusetzen, die im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Athen begann, als er zusammen mit Finn-Peter Tuckwell Bronze im Doppel gewann. Das war Europas einzige Medaille im Tischtennis bei den Olympischen Spielen in Athen. Löst ein großes Medienecho in seinem Land, in Dänemark, aus. Dänemark gewann insgesamt nur 8 Medaillen in Athen. Deshalb der Fokus auf einer einzigen, auf einer Tischtennis-Medaille vergleichsweise viel, viel höher als zum Beispiel in Deutschland. Hao Shuai ist sein 21-jähriger chinesischer Gegner, den ich Ihnen gleich noch etwas intensiver vorstellen möchte. Und Michael Mays holte dann vor einem Monat mit der dänischen Mannschaft zu Hause in Aarhus den EM-Teamtitel. Das war das Wunder von Aarhus, denn die Dänen lagen im Mannschaftsfinale gegen Österreich, den Favoriten, schon scheinbar aussichtslos mit 0:2 zurück. Linkshänder-Duell. Hao Shuai kann noch keine internationalen Meriten-Medaillen vorweisen. Er ist einer der jungen, der chinesischen jungen Drachen, wie sie diese nachrückende Generation nennen. Nummer 28 der Weltrangliste. Dieses WM-Viertelfinale, sein bisher größter Erfolg. Michael Mays, kompromissloser Vorhand-Topspin-Spieler, der oft weite Wege geht, um seine vergleichsweise schwächere Rückhand zu umlaufen. Mittlerweile körperlich stärker, physisch stabiler geworden ist, dass er das auch über einen langen Turnierverlauf hinaus aushalten kann. Das war lange Zeit ein Problem von ihm. Unter anderem daran hat er stark gearbeitet, der Däne. Wang Lichin im Semifinale der Weltranglisten, erster Mal Lin, die Nummer 2 der Welt, folgt ein dritter Chinese unter die letzten 4. Kurz Duell erst. Und dann gelingt es, Hao über den Tisch anzugreifen.
Obwohl der Chinese den Aufschlag nicht gut retournieren kann. Mace mit dem Fehler. 3:6 Rückstand. Natürlich jeder Punkt vom heimischen Publikum im Shanghai Gymnasium frenetisch bejubelt. Die Chinesen, ja sowieso ein ganz, ganz anderes Publikum als überall im Rest auf der Welt. Viel, viel lauter, auch während der Ballwechsel johlen, kreischen sie, wenn es längere Rallyes werden. Einzigartige Atmosphäre bei Tischtennisveranstaltungen in China, gewöhnungsbedürftig. Das sagen alle ausländischen, alle europäischen Spieler und Spielerinnen. Aber viele von ihnen genießen es, dass da so richtig die Post abgeht. Klasse Vorhandflip von Hao Shai, der bisher noch etwas im Schatten steht. Der Wang Lichins, Wang Haos, Ma Lins, Chen Qis. Sich jetzt 6 Satzbälle herausarbeitet und allein die Tatsache, dass er sich innerchinesisch durchgesetzt hat, überhaupt für den Einzelwettbewerb bei der heimischen WM nominiert worden ist, macht ihn schon zu einem automatischen Medaillenkandidaten. So stark ist diese Armada aus dem Reich der Mitte. Und dem kann Michael Mace im ersten Durchgang nicht viel entgegensetzen. Kann ihn leider nicht übersetzen, was auf den Plakaten, auf den Schildern stand, die die chinesischen Fans da gerade hochgehalten haben. Vielleicht China vor oder alle Goldmedaillen für China. Das ist das große, das erklärte Ziel im Herren-Einzel kann nur noch Michael Mace Europas Hoffnungen wahren. Den ersten Satz hat er verloren. Gleich geht's weiter. Viertelfinale Tischtennis WM in Shanghai. Hao Shuai, der junge Chinese, hat den ersten Satz gewonnen gegen den Dänen Michael Mace und eröffnet auch den zweiten Durchgang. Liu Guoliang, Olympiasieger 1996 mittlerweile, Chinas Herren-Cheftrainer. Er hat in der großen Auswahl, die er unter den jungen, nachrückenden Spielern hatte, unter anderem auf Hao gesetzt und damit recht behalten. Viertelfinale erreicht. Zum ersten Mal auf Weltniveau ganz nach vorne sich gespielt. Michael Mace in der Ballonabwehr. Macht er den Punkt, der Däne? Wirkt wieder genauso konzentriert, genauso in sich ruhend wie bei der EM in Aarhus, als er mit Dänemark Teamgold gewann. Der Däne, der für sein explosives Auftreten am Tisch bekannt ist. Und das ist nicht immer positiv gewesen. Er hat Schläger geworfen, Banden umgetreten, Kabinentüren eingetreten, all das und noch viel mehr. Mittlerweile hat er sich mental besser im Griff. Das ist ein Grund natürlich auch dafür, dass er
weite Schritte nach vorne gemacht hat, diese Erfolge feiern konnte bei Olympia und bei der EM. 2:4 liegt er zurück im zweiten Durchgang. Hat dann in den Einzelwettbewerben bei der EM nichts mehr reißen können. Er hatte sich nämlich im Mannschaftsfinale gegen den österreichischen Abwehrer Chen Weixing einen Faserriss im Brustmuskel zugezogen. Hat sich die Arme ausgerissen gegen den Abwehrer. Und war dann erstmal zu einer Pause gezwungen. Trat zwar noch an, aber schied sang- und klanglos aus. Das ist ein Doppelpartner links, Finn-Peter Tuckwell. Mit ihm gewann er in Athen Bronze. Und zusammen mit ihm Gold in der EM-Mannschaft. Sehr, sehr häufig aus dem Kurzspiel über den Tisch Hao Shuai, derjenige, der als erster attackieren kann. Ja, ohnehin eine ausgewiesene Stärke der chinesischen Topstars, dass sie so extrem gut über dem Tisch spielen. Peter Saarz, dänischer Cheftrainer. Dänemark auf dem besten Weg, das neue Schweden zu werden. Das kleine Land in Skandinavien auf dem rasanten Weg nach vorne im Tischtennis. Dank Michael Mays vor allen Dingen. Was sind das für Rallyes zwischen diesen beiden Linkshändern? Die Linkshänder spielen ja klassischerweise, typischerweise mit sehr viel Sidespin auch ihre Topspins. Das könnten Sie wunderbar auch sehen in diesem Ballwechsel. Mit dem besseren Ende für Michael Mays. Und mit dieser Rückhand kann er punkten. Klasse gespielt. Habe ich für einen Moment gedacht, warum spielt er jetzt Rückhand in dieser Situation? Hätte er eigentlich auch mit der Vorhand zum Zuge kommen können. Aber ganz klar, alles richtig gemacht. Den Punkt, den hat er sich gesichert. 7-5 Mays. Sieht nicht schlecht aus. Auf dem Weg zum Ersatzausgleich. Erst recht. Nach dem Fehlaufschlag von Hao Shuai. Chinese hat ja im Achtelfinale den Halbfinalisten der vergangenen WM, den Griechen Kalinikos Trianga, ausgeschaltet. In der zweiten Runde gab es ein ganz, ganz enges Match gegen den 19-jährigen Deutschen Christian Süß. 2-2 stand es nach Sätzen. Süß hatte zwei Satzbälle zum 3-2, vergab diese Möglichkeiten und überlag den Chinesen am Ende in 6 Sätzen. Hao ist wieder dran. Und nach 8-5 nur noch 8-7 für Michael Mays. Jetzt aber eigener Aufschlag für den Dänen. Und
Und auf gar nicht so sehr bedrängter Situation der Rückhandfehler von Michael Mayes, der Rückschlag von Hao. Nicht schwach, aber auch nicht so aggressiv, dass für Mayes da gar keine Möglichkeit bestand. 8-2. Die schöne Führung dahin. Und die Möglichkeit für den Chinesen jetzt bei eigenem Service, sich möglicherweise sogar zwei Satzbälle herauszuarbeiten. Etwas hektisch von Mayes. 9-8 für Hao. Zweimal sind sie bisher aufeinander getroffen. So nacheinander bei den Danish und Swedish Open 2003 und zweimal innerhalb kürzester Zeit im November 2003 gewann der Chinese im Entscheidungssatz, also mit 4-3. Wie beim Volleyball muss der Schiedsrichter den Boden wischen. Der hohen Luftfeuchtigkeit in Shanghai, wo Außentemperaturen von um die 30 Grad herrschen, wird unter anderem mit einer Klimaanlage begegnet. Trotzdem überdurchschnittlich feucht im Shanghai Gymnasium. 9-8 Hao nach 5-8. 4 Punkte in Folge hat er gemacht. Der junge Chinese. Ah, und da ist Mays endlich mal derjenige, der wieder die Initiative ergreifen kann mit dem Vorhandflip. Aber Hao hat genau die richtige Antwort mit der Rückhand dann in die lange Vorhand des Dänen. Und er steht schlecht zum Ball. Und somit erarbeitet sich sein chinesischer Kontrahent zwei Satzbälle. Nach 5-8, 10-8 für Hao. Serie von 5 Punktgewinnen in Folge. Mays bei eigenem Service unter Druck. Und dem kann er nicht standhalten in dieser Situation. Schade, schade, sah lange so aus, als wenn Michael Mays auf einem guten Weg sei zum Satzausgleich gegen Hao Shai. Doch es ergibt eine 8-5 Führung, holt danach keinen einzigen Punkt mehr. 6 Zähler in Folge für den jungen Chinesen, der mit 2-0 nach Sätzen in Führung geht. Die Faust bald emotionsgeladener Spieler wie all die jungen Chinesen. Das, was wir von früher kennen, die asiatischen Pokerface-Typen, die keine Emotionen am Tisch zeigen, das ist längst passé. Sprung in Satz Nummer 3. Michael Mays unter Druck. 0-2 in Rückstand. Der Däne. Der natürlich nach dem Sieg gegen den an Position 3 gesetzten Chinesen Wang Hao von einer Medaille träumt. Aber jeder dieser Chinesen ist ein Weltklasse-Mann. Und auch wenn Hao Shai nur in Anführungsstrichen die Nummer 28 der Welt ist, Mays übrigens auf 19. Ist das ein ganz, ganz dicker Brocken. Na, hoffentlich trauert er der vergebenen Führung im zweiten nicht so sehr hinterher, Michael Mays. Thank you.
wieder so ein fantastisches Linkshänder-Duell. Und da haben Sie gesehen, wie beide Spieler ihre Rückhand extrem umlaufen. Und da will Hao die Seite wechseln. Misslingt dem Chinesen aber. Wäre schwer für Mace gewesen, an den Ball noch heranzukommen. Come on, sagt er. Pusht sich jetzt nach vorne. Dennis Dynamite. Michael Mace. Zum ersten Mal 2 Punkte Führung im dritten Durchgang für den Dänen, der 0-2 nach Sätzen zurückliegt. Kleines Konzentrationsloch bei Hao im Moment. Aufschlag. Und trotz eines Netzrollers kann Mace den Punkt zum 6-2 nicht machen. Bleibt aber ganz cool, ganz konzentriert. Klasse, klasse. Vorhand Flip Return von Hao, hat gemerkt, der Aufschlag von Mace lang genug, um dieses Risiko einzugehen. Wieder ist ein Vorsprung von 3 Punkten fast dahin geschmolzen. 5-4 nur noch. Oh ja. Das war ein bisschen zu offensichtlich, da hatte sich Mace sehr, sehr früh in seine Rückhandecke orientiert, um mit der Vorhand zum Einsatz zu kommen, weil er hoffte, dass Hao in seine Rückhand retournieren würde. Von wegen, er nutzt die lange Vorhand der Chinese. Das ist einfach perfektes, das ist Weltklasse. Tischtennis auf allerhöchstem Niveau, was die beiden Linkshänder hier bieten. Sicher eines der hochklassigsten Matches bisher bei dieser WM. Aber wird es auch noch mega spannend. Dafür muss Mace jetzt so allmählich mal einen Satz gewinnen. Von Hao. Der Netzroller war für meine Begriffe nicht entscheidend in diesem Ballwechsel. Der Chinese beidseitig sehr stark. Nicht so extrem wie Mace darauf angewiesen,
permanent seine Rückhand umlaufen zu wollen. Auszeit von dänischer Seite genommen von Peter Sartz. Zu einem recht frühen Zeitpunkt, wie ich finde. Im dritten Satz 6-7 aus der Sicht seines Spielers. Sie sind ja mit Ehrungen, mit Nominierungen in ihrem Heimatland überschüttet worden. Trainer des Jahres Peter Sartz, sie sind für die Sportlerwahl des Jahres nominiert worden und damit ganz vorne gelandet. Michael Mays und Finn-Peter Tuckwell nach ihrer Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen. Die Vereine in Dänemark, sie haben Zulauf wie noch nie. Die Kids, die Jugendlichen, sie wollen Tischtennis spielen plötzlich. Sie wollen werden wie Michael Mays, der auch so ein bisschen eine Popstar-Attitüde verkörpert. Zum Teil so ein bisschen mit David Beckham vom Äußerlichen verglichen wird. Sicherlich das Zeug zu einem echten Star in seiner Sportart hat. Und das dänische Tischtennis durch ihn in einer massiven Aufbruchsstimmung. Kantenball von Hao. Der Chinese führt mit 8-6 und 2-0 nach Sätzen. Es wird also allmählich verdammt, verdammt eng für Michael Mays. Der zum ersten Mal jetzt eine schlechte Körpersprache zeigte in den letzten beiden, beziehungsweise nach den letzten beiden Ballwechseln. 4 Satzbälle für den 21-jährigen Asiaten. Das war eine ungewöhnliche Aufschlagvariante. Aber mehr ein Zeichen dafür, dass Mays im Moment mental nicht so sehr dabei ist. Und Hao Shai geht mit 3-0 nach Sätzen in Führung. Ja, weder im zweiten noch im dritten hat Michael Mays seine Führungen ins Ziel retten können. Im zweiten war es ein 8-5, im dritten war es immerhin ein 5-2. Das sah da beide Male nicht so schlecht aus für den Dänen. Aber es hat nicht geklappt. Und jetzt steht er wirklich ultimativ mit dem Rücken der Wand, Rücken zur Wand, der Däne. Nach Bronze bei Olympia, nach Gold in der Mannschaft bei der Europameisterschaft sollten aller guten Dinge drei sein in Sachen Jagd auf Medaillen für Michael Mays. Kann er das Ruder nochmal herumreißen? Michael Mays spielt Butterfly. Hao Shai, der 21-jährige junge Drache aus China, so nennen sie ihre nachrückende Generation, ja, ist auf dem besten Wege ins Halbfinale der Weltmeisterschaften in seinem Heimatland, genauer gesagt in Shanghai. Für 3-0 nach Sätzen gegen Europas letzte Hoffnung gegen den Dänen Michael Mays. Für Mays bisher Weltmeisterschaften eine ziemliche Katastrophe, um es mal ganz deutlich zu sagen. 2001 hat er die dritte Runde erreicht in Osaka und das war mit Abstand sein bestes Ergebnis. Vor 2 Jahren in Paris scheiterte er bereits im Auftaktmatch. Also dieses Viertelfinale erreicht zu haben, ist bei Weltmeisterschaften bisher sein bestes Ergebnis. Aber nachdem er gestern die Nummer 3 der Welt, den Chinesen Wang Hao, geschlagen hat, da wollte er natürlich Edelmetall, gar keine Frage. Die Auszeit
ist John Fudge. Die hat Mays im vorhergehenden Satz genommen, beziehungsweise auf Initiative von Trainer Peter Saarz geschah das. Und er liegt schon wieder zurück. Mit 1-4. Er sucht sich wieder aufzubauen. Tischtennis ist ja eine sehr, sehr kopflastige Sportart. Der psychologische, der mentale Umgang mit Entscheidungssituationen, mit schwachen oder auch guten Phasen, ganz, ganz entscheidend. Die Rückhand und immer wieder die Rückhand. Hauptfehlerquelle bei Michael Mays, das ist immer so. Aber oft spielt er fast gar keine Rückhand. Oft hat er einen Lauf und umläuft die Rückhand auf atemberaubende Weise und spielt einen Vorhandriesen, wie die Tischtennisspieler sagen, nach dem anderen. Ganz, ganz schnell auf den Beinen. Das ist ja typisch für alle chinesischen Topspieler eigentlich. Mit den meisten Europäern in der Beinarbeit um einiges voraus. Und es sieht bitter aus für Michael Mays. 0-3, 3-7. Aussicht ist denn. Auszeit von chinesischer Seite genommen. Auch in diesem Fall eine sehr frühe Entscheidung, wie ich finde. Denn Mays hat ja nur von 3-7 auf 4-7 verkürzt. Hao nach wie vor mit 3 Punkten in Front. 3-0. Nach Sätzen in Führung. Aber offenbar meint sein Coach, es sei genau der richtige Zeitpunkt, ihm noch etwas Wichtiges mit auf den Weg zu geben. Davon, dass jetzt eine Serie von Mays unterbrochen werden sollte, kann nun wirklich keine Rede sein. Also auf eine Serie wartet der Däne eigentlich seit fast 4 Sätzen. Vergeblich. 2 direkte Aufschlagpunkte, unterbrochen von der Auszeit, bringen ihn wieder etwas heran. 7-5, jetzt wieder das Service bei Hao Shai. Und Mays hat selten punkten können bei Aufschlag des Chinesen. Geriet oft ins Hintertreffen, beziehungsweise machte Rückschlagfehler, wie auch hier wieder. Das ist klasse, was der 21-jährige Mann aus dem Reich der Mitte spielt. 9-5. Nur noch 2 Punkte trennen ihn von einem 4-0 gegen Michael Mays und vom Einzug ins Halbfinale.
Uiuiuiui, durchatmen beim Dänen. Um ein Haar hätte es da geheißen, 5 Matchbälle für Haushai. Kantenball. Glück für Michael Mays. Und wieder ist er in der Ballonabwehr und wieder ein Fehler des jungen Chinesen. Da kriegt er jetzt Nervenflattern. Das ist natürlich bei wichtigen großen internationalen Turnieren noch nicht so erfahren wie der Däne. Der 2 Jahre älter ist, 23, Michael Mays. Aber schon viel länger bei WM, EM, Olympischen Spielen dabei. Ah, der war lang, der Aufschlag von Hao. Und deshalb eigentlich richtig, dass Michael Mays versucht hat, direkt die Vorhand dem Chinesen reinzuziehen. 3 Matchbälle für Hao. Michael Mays kurz vor dem Aus. Der Traum von der 3. Medaille in Folge bei großen Turnieren erscheint zu platzen. Zweimal Netzaufschlag nacheinander macht auch nicht gerade ruhiger. Oh, das war schon fast ein Elfmeter. Ja, da muss er ganz, ganz kräftig durchpusten. Erster Matchball vergeben. Aufschlag jetzt für Mays. Michael Mays bringt aus der Ballonabwehr einen harten Vorhandschuss nach dem anderen von Hao Shai zurück. Das ist ja, das gibt's ja gar nicht. Matchball Nummer 2 vereitelt. Und das von hinten von Michael Mays. Erst hat er angegriffen, aber der Chinese hat so gut gekontert, dass Mays mal wieder gezwungen war, nach hinten zu gehen. 9:10. Und da liegt der Däne auf dem Boden und macht den Punkt. Das ist ja sensationell. Das ist ja sensationell. Hao brauchte eigentlich den Ball nur noch auf den Tisch zu bringen. Mays rutschte aus. Und wer hat den 3. Matchball in Folge gehabt? Das gibt's doch gar nicht. Was der Chinese da für Chancen in Serie vertan hat. Also Michael Mays war wirklich mehr als am Boden. Und Hao Shai, der stand mit 1,99999 Beinen, würde ich mal sagen, im Halbfinale, vergibt 3 Matchbälle in Folge. Und das nicht in bedrängter Position, sondern als derjenige, der die Bälle eigentlich nur noch zumachen muss. Und jetzt hat der Däne plötzlich Satzball. Peter Saad schaut, als wenn ihn das alles überhaupt nicht tangieren würde. Ist vielleicht auch völlig beeindruckt von dem, was da jetzt in den letzten Sekunden passiert ist. Dass sein Spieler plötzlich wieder im Match ist. Und plötzlich diesen 4. Satz tatsächlich noch gewinnt. Das gibt's doch gar nicht. Entsetzen auch bei den Zuschauern. Entsetzen natürlich bei Hao Shai. Der 3 Matchbälle im 4. Durchgang gegen Michael Mays zu einem deutlichen 4:0 vergeben hat. Und was für Bälle er da vergeben hat, das war das Entscheidende. Es war ja nicht so, dass Mays ihn
massiv unter Druck gesetzt hat, ihm die Bälle um die Ohren gehauen hat, sondern Hao, er hätte den Sack nun wirklich nur noch zuzumachen brauchen. Und kann die Möglichkeiten nicht nutzen. Was für ein dramatisches Ende des vierten Satzes. Und was für ein überraschendes Ende. Da hatte nun wirklich überhaupt keiner mehr mitgerechnet. Kommt Michael Mays jetzt wirklich nochmal komplett zurück? 1:3 steht's. Und gleich geht's weiter. Geht direkt weiter. Mit dem fünften Durchgang. Schauen wir, was Michael Mays aus dieser glücklichen Fügung des Schicksals macht, dass er nochmal in die Partie zurückgekommen ist. Am Boden liegen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Diese eine Situation. Doch zum Start in den fünften Durchgang der junge Chinese erstmal unbeeindruckt. 2:0 Führung. Viel zu hoch der Rückschlag von Mays. Hat das ganze Match schon große Probleme, wenn er versucht, die Aufschläge von Hao kurz hinter das Netz zu legen. Glücklicherweise kann der Däne auch selbst mit seinem Service immer mal wieder punkten. Zweimal nacheinander sogar in dieser Situation. Aber zumindest im Moment wirkt Hao von diesen vergebenen Chancen noch nicht mental erheblich angeschlagen. Klasse Vorhandflip von Michael Mays. Und der Däne geht mit 6:4 in Führung. Hohes Risiko. Und das muss er gehen, Michael Mays. Hat 4 Sätze lang, denn das Match war ja quasi praktisch schon beendet. Auch nicht genug selbst getan. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber Mays ist nun mal ein Spieler, der davon lebt, dass er eigeninitiativ ist. Der im passiven Spiel
nach wie vor Schwächen hat und der jetzt Glück hat mit einem Netzroller. Unter Druck stehend. Macht er den Punkt. Tödlicher Netzroller zum 8:4. Martin Au auf der Rückhand festgenagelt. Sucht immer wieder die schwächere Seite des Skandinaviers. Das war sein Konzept von Anfang an. Das hat er auch sehr, sehr gut durchgespielt. 4 Sätze lang. Nur dann hat er vergessen, den Deckel auf den Topf zu machen. Vielleicht wird er dafür bestraft werden. Der stand auch gut. Für Michael Mays, Alan Benson rechts. Der Held von Aarhus, der das entscheidende 5. Match gegen den Austro-Chinesen Chen Wai-Xing gewann im Mannschaftsfinale. Dänemark die erste Goldmedaille in der Geschichte des Tischtennissports sicherte. Martin Monrad. Sie alle zittern um Michael Mays. Wahnsinns-Tischtennis! Was für Ballwechsel zwischen Hao Shai und Michael Mays. Muss er lächeln, der Däne. Ja, gibt's einen Monat nach dem Wunder von Aarhus aus Sicht von Mays auch das Wunder von Shanghai. Im Mannschaftsfinale gegen Österreich, da waren sie schon geschlagen eigentlich. Und er war es erst recht in diesem Viertelfinale bei der WM gegen Hao Shai. Und plötzlich hat er 3 Satzbälle. Zum 2:3. Hao Shai mit dem Vorhandfehler und Michael Mays verkürzt auf 2:3. Also wenn er dieses Match gewinnt, dann kann er sich wirklich bei den Tischtennisgöttern bedanken. Und Hao Shai würde möglicherweise sehr, sehr lange brauchen, um über diese Sache hinwegzukommen. Da wird das eine der größten Wiederauferstehungen in der Tischtennisgeschichte. Michael Mays 0:3 nach Sätzen zurück. Und 7:10 im 4. Durchgang gegen den jungen Chinesen Hao Shai. Ist wieder zurück im WM-Viertelfinale von Shanghai. 3:2 nur noch nach Sätzen. Für den 21-Jährigen, für den jungen Drachen. Duplizität der Ereignisse, wieder ein 2:0 Start, wie im vorhergehenden Satz für Hao Shai. Das sind Fehler, die Hao bis zur Vergabe seiner Matchbälle nicht gemacht hat. Geht dem jungen Chinesen jetzt doch die Düse? Oh.
Und das ist der Michael Mays, den wir sehen wollen, sage ich einfach mal aus europäischer Sicht. Und er ist ja auch schon lange in der Bundesliga zu Hause bei Rekordmeister Borussia Düsseldorf, hat die Rheinländer als Bundesliga-Spitzenreiter in die Playoffs um die deutsche Meisterschaft geführt, die Ende Mai starten werden. Düsseldorf trifft auf Frickenhausen. Der letzte Hoffnungsträger im Kampf gegen die asiatische Übermacht. Er war schon draußen. Plötzlich hat er wieder alle Chancen. Scheinbar unberührt von dem, was hier geschieht, sowohl Hauschei als auch Peter Saad, der Coach von Michael Mays, ganz im Gegensatz zum Dänen, Unmutsäußerung. Den Schläger mal eben gegen die Hand gehauen. Da musste jetzt der Frust mal raus. Wichtig ist, dass er die Konzentration sofort wiederfindet. Oh ja. Ich sag mal, den Papst in der Tasche so ein bisschen aus Sicht von Mays. Da stand ja wieder hoch der Ball für Hau. Hätte 6-3 sein können, ist aber nicht. 5-4. Oh, was vergibt der Chinese Chancen? Das gibt's ja gar nicht. Mays ein ums andere Mal weit hinter dem Tisch zurückgedrängt, hat gar keine andere Wahl, als in die Ballonabwehr zu gehen. Und wie viele Punkte er aus dieser Position schon gemacht hat in diesem Match, das ist schon unglaublich. Sie wollen den dritten Chinesen im Halbfinale sehen. Nach dem Weltranglisten ersten Wang Li-Chin und nach der Nummer 2 in der Welt, nach Ma Lin. Und die Tür, die stand sperrangelweit auf. Auszeiten sind keine mehr da. Beide haben ihre schon genommen. Die chinesische Seite vielleicht zu früh. Ich fand zumindest ohne Not bei einer 7-4 Führung für Hao im Vierten. 7 beide. Er ist wieder nicht weit vom Halbfinale entfernt. 4 Punkte. Jetzt auf Schlag. Michael Mays. Voll durchgeladen, die Vorhand. Zu lang und zu hoch, aber auch der Return von Hao Shan. Yeah!
Und was für ein Punktgewinn für den 23-jährigen Dänen. Sensationell. Wirklich gut platziert, die Bälle von Hauschei. Aber Mays mit einem Feuerwerk an knallharten Topspins. Er kommt zum Erfolg. 9:7 für den Dänen. Nur noch 2 Punkte vom Satzausgleich entfernt. Und das nach einem 0:3 Rückstand und 3 Matchbällen gegen sich. Unglaublich. Michael Weiss auf dem Weg zum Wunder von Shanghai. 3 Satzbälle zum 3:3. Den ersten kann Hau vereiteln. Liu Guoliang. China Cheftrainer. In seinem Kopf wird sich auch so einiges abspielen nach dem Motto, wie konnte er es verpassen, den Sack zuzumachen im vierten Durchgang. Mays war wirklich mehr als am Boden. Jetzt hat er 2 Satzbälle, 2 Möglichkeiten, den Chinesen in den Entscheidungssatz zu zwingen. Zwei Satzbälle nacheinander jetzt abgewehrt von Hauschei. Er volles Risiko im Rückschlag gegangen ist. Doch aller guten Dinge sind 3, heißt es aus der Sicht von Michael Mays. Er nutzt die dritte Chance, er nutzt den dritten Satzball und nach 0:3 und 7:10 erzwingt der Däne den Entscheidungssatz im WM-Viertelfinale von Shanghai. Ein unglaubliches Match. Sie erleben hier möglicherweise eine der größten Wiederauferstehungen, die es jemals bei Weltmeisterschaften gegeben hat. Sprung in den siebten. Der große Showdown. Er hat 3 Matchbälle vergeben. Und was für Matchbälle. Mays war nicht nur hinten, er war einmal sogar, lag er schon am Boden, weil er ausgerutscht war wegen eines Schweißflecks. Und Hao hat den Sack nicht zumachen können. Normalerweise sollte man jetzt sagen, Michael Mays in der psychologisch wesentlich besseren Situation. Aber es hat auch schon umgekehrte Fälle gegeben, als Spieler ein 0:3 egalisiert haben und dann doch den Entscheidungssatz verloren. Der bessere Start für den Skandinavier. ...0:2 jetzt aus Sicht des aufschlagenden Hao. Und das ist ja fast schon der Klassiker in diesem Match. Was verschießt dieser Chinese für Türme? Es ist unfassbar. Wieder punktet Michael Mays aus der Ballonabwehr heraus. Das hat die Spieler in einem solchen Ausmaß eigentlich nur bei Showkämpfen praktizieren, weil es so schön anzuschauen ist. Er muss es notgedrungen machen, weil er oft nicht in der Lage ist, am Tisch auf die aggressiven Vorhand-Topspins von Hao zu reagieren. Er ist halt nicht der gute Blockspieler,
und führt 4:0, Michael Mays. Oh, oh, Hauschei. Wenn das den Bach runtergeht, wie wird er das verpackt bekommen, der Chinese? 5:0 für Michael Mays im Entscheidungssatz beim Wechsel. Der Däne scheint in diesem Jahr der Mann für Tischtenniswunder zu werden. Erst das Mannschafts-EM-Finale zu Hause in Aarhus in Dänemark. 0:2 lagen die Gastgeber gegen Österreich zurück. Und auch in den folgenden Einzeln standen sie mit dem Rücken zur Wand und am Ende ist es Gold für Dänemark. Und jetzt dieses Ding hier. Hau kommt wieder etwas ran. Und da ist er jetzt mal ausgerutscht, Schrägstrich, ein bisschen gestolpert, der Chinese, unglücklich natürlich. Diese Situation. Und ganz anders als Michael Mays kann er daraus danach dann keinen Punkt mehr machen. Da wird jetzt erstmal der Boden wieder gewischt werden. Ja, Michael Mays, lange Zeit, da hat er den Ruf des Halodri gehabt. Eines Mannes, der zwar unglaublich talentiert ist, aber dessen Einstellung zu seinem Sport nicht hundertprozentig professionell war. Das hat sich vor allen Dingen in den vergangenen 2 Jahren massiv geändert. Da haben die Trainer sehr viel mit ihm gearbeitet, auch sein Vereinstrainer Andreas Preuß bei Borussia Düsseldorf hat großen Anteil daran, lange Gespräche mit Michael Mays geführt, immer wieder versucht, ihn auf Linie zu bringen, ihm klar zu machen, dein Talent allein wird nicht reichen für die ganz großen Titel, du musst hundertprozentig für Tischtennis leben, und seitdem kommen die großen Erfolge. In geringen Abständen, 2004, da gewann er das europäische Ranglistenturnier Top 12 in Frankfurt. Das war sein erster großer internationaler Erfolg. Dann die Olympia-Bronzemedaille in Athen mit Finn-Peter Tuckwell. Vor einem Monat Mannschafts-Europameister im Heimatland. Und jetzt, nachdem er schon am Boden war, auf dem Weg ins WM-Halbfinale. Da sind sie, die Nationalmannschaftskollegen. Finn Tuckwell links, sein Doppelpartner. Auch er wird nicht glauben können, was hier passiert. Und da schickt ihn Hao in die ganz, ganz lange Vorhand. Besser hätte man es eigentlich nicht machen können als der Chinese. Aber Mays kommt dran, fischt den Ball noch irgendwie zurück und der Chinese macht den Fehler mit der Rückhand. Ein unglaubliches Match. 9:4 für Michael Mays, der dieses Spiel schon längst verloren hatte.
Für jeden Spieler wäre das bitter, so ein Match noch zu verlieren, aber für einen Chinesen in seinem Heimatland, schlimmer geht's wirklich nimmer. Und spätestens jetzt wird das Ganze die Katastrophe für Hao konkret. 5 Matchbälle für Michael Mays. Ein Tischtennis-Märchen. Ist fast perfekt. Peter Saatz. Wenn es ein Schützling schafft, dann wird es sicher aus ihm gleich auch herausbrechen. Er sieht immer so ein bisschen schläfrig aus am Tisch. Als wenn ihn das alles gar nichts angehen würde. Aber sicherlich versucht er seinem Spieler damit auch Ruhe zu vermitteln. Mays, der Exaltierte, der expressive Typ. Und in diesem Moment steht Michael Mays im Halbfinale der Tischtennis-WM von Shanghai. Nach einem unglaublichen Match. Und er muss erstmal einen Schluck aus der Pulle nehmen. Peter Saatz. Ein Urschrei von Mays. Ich bin mir sicher, solch ein Spiel hat er noch nie gewonnen. Ein Sieg unter solchen Vorzeichen, nicht nur dieser klare Rückstand, sondern auch die Art und Weise, wie der Chinese die Matchbälle vergeben hat. Und das ist das Publikum in China. Das in aller Fairness und trotz der Enttäuschung über die Niederlage des Landsmanns den Dänen feiert, erhält Europas Hoffnungen im Herren-Einzel aufrecht, um ins Endspiel von Shanghai einzuziehen, muss er den 3. Chinesen in Folge knacken. Wang Hao hat er geschafft, Hao Shai hat er geschafft. Nun geht es im Halbfinale gegen den Weltranglisten-Zweiten Malin. Michael Mays hat danach im Interview gesagt, Hao Shai war sich wohl etwas zu sicher bei diesen 3 Matchbällen beim 10:7 im 3. Satz. Okay, ich habe 2 chinesische Spieler geschlagen. Es ist eine harte Sache, dass ich jetzt gegen einen 3. Chinesen spielen muss. Aber ich habe nach diesem Sieg sehr, sehr großes Selbstbewusstsein. Und das wundert nun wirklich keinen mehr, wenn man ein solches Match noch umbiegt.